Also ich bin Lungenhochdruckpatientin seit 10 Jahren. Im Jahr 2003, wie mir die Diagnose gestellt worden ist, ist vorangegangen, dass meine Kolleginnen zu mir oft gesagt haben, fall dir nicht auf, wie oft du tageweise zu Hause bist, wie oft du krank bist, wie oft du sagst, mir ist nicht gut, wie oft dir schwindelig ist. Da bin ich dann darauf aufmerksam geworden, dass es eigentlich wirklich so ist. Man versucht einfach mit dem zu leben, man denkt nicht darüber nach, es ist halt so. Mir ist es aufgefallen beim Einkaufen gehen, dass die Taschen immer leichter wurden, dass ich immer weniger mitgenommen habe vom Einkauf und das trotzdem aber eine Belastung war, dass man oft schwindelig, oft schlecht war, Kreislaufprobleme, da musste ich mir am Einkaufswagen festhalten. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt wirst du alt. In der Arbeit war es dann so, ich dachte 150% zu geben, aber habe mein Pensum oft nicht geschafft. Überstunden waren eigentlich am Tagesprogramm, aber es ging nicht mehr. Und dann hat einmal eine Kollegin gesagt, sag einmal, wir kennen doch Ärzte, magst du nicht irgendwo hingehen? Ich hatte auch Magenprobleme. Ich konnte nicht mehr so viel essen. Ich hatte eine Unverträglichkeit von komischerweise nicht erklärbar von verschiedenen Nahrungsmitteln. Das konnte ich mir alles nicht erklären. Ich war mit meiner Freundin, das ist schon 2 Jahre vor der Diagnosestellung gewesen. Wir hatten gemeinsam einen Ausflug gemacht nach Altersee. Wir wollten wandern gehen, Seewanderung und so weiter. Und ich habe das nicht mehr geschafft. Ich habe ständig Kreislaufprobleme gehabt, ich musste mich ständig hinsetzen. Das war von Übelkeit, von Magenschmerzen begleitet, bis hin zum Erbrechen. Ich habe einfach das Tempo nicht mehr geschafft, was überhaupt kein Problem war. So hat es eigentlich begonnen, dass dadurch, dass ich meinen Alltag nachher wieder aufgenommen habe, war das halt wieder weg. Man empfindet die Dinge, die mit einem passieren, am Anfang nicht so schlimm. Man denkt nicht so darüber nach und man glaubt, das ist altersbedingt, das ist einfach normal, es geht halt jetzt nicht so gut. Ich bin halt ausgelaugt, man findet 1000 Ausreden. Man glaubt immer, irgendeine Ausrede praktisch finden zu müssen. Jede Kleinigkeit wird zur Schwierigkeit, das Kochen, der Haushalt, die Arbeit. Es war immer so, am Wochenende habe ich mir immer gedacht, Gott sei Dank sagt mein Mann nicht, unternehme dieses oder jenes, weil ich kann nicht mehr, muss mir ausrasten. Ich brauche meine Kraft wieder für Montag. Montag in der Arbeit war okay, Dienstag war dann nicht mehr so. Und am Mittwoch habe ich mir dann schon überlegt, mit dem Taxi nach dem Dienst nach Hause zu fahren, obwohl ich einen Nachhauseweg von 20 Minuten hatte. Am Donnerstag war es dann schon ganz schlimm und am Freitag, ich habe so viele Überstunden, bitte kann ich Zeitausgleich haben. Also ich habe so meine Woche immer so durchgedrückt, ja. Dann sind die Krankenstände dazugekommen, kein Treffen mehr mit den Freunden, weil die Energie nicht mehr da war. Ich musste mir einfach nur mehr hinlegen. Nach Hause kommen, Freizeit haben war, sich hinlegen, ausrasten, wieder ausrasten, damit der morgige Tag wieder beginnen kann.